Willkommen zurück zu Shorts, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Lasst ein Like, ein Abo da und wir gehen direkt rein. Okay, erste Person, Honeypoo. Aua, ich lag auf meinen Haaren. Sei bloß vorsichtig. Magst du meine Haare mehr kurz oder lang? Sei bloß vorsichtig. Nee, ich finde die lang auch schon cool, so ist es nicht. Gut geantwortet, sichere Antwort. Ich finde die Länge, also das ist zum Beispiel jetzt auch nicht kurz, aber das ist für dich halt zu kurz, aber... Sei bloß vorsichtig. Gefährlich, ganz dünnes Eis, ganz gefährlich. Also du hattest die schon mal längere Haare, die fand ich auch cool, aber... Alles ist cool. Das ist auch cool. Was findest du schöner? Sie macht wieder ganz gefährliche Frage. Lang. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Oh, oh, er hat verkackt. Findest du die Haare gerade lang? Sei bloß vorsichtig! Pass auf, ja! Die sind lang. Safe. Pass auf! Nee, das geht noch. Ich werde heute mit meiner Mom das erste Mal Nusret probieren und werde euch sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Am Eingang von Nusret sieht man direkt, was man bekommt und wie das Fleisch angerichtet wird. Damit, falls sich ein Veganer verlaufen hat, weiß, dass er im falschen Lokal ist. Während ich gewartet habe, habe ich schon den Kumpel Nusret gesehen. Ach, der war das. Hat natürlich direkt gemeldet, dass ich gekommen bin. Ich habe voll oft gehört, dass er sich einfach nicht lohnt. Alle stehen irgendwie und liegen lassen, um mit mir ein Foto machen zu können. Als ich die Karte aufgeschlagen habe, wusste ich, das wird nicht günstig. Dann kam die Ansage in der Küche. Ey, Minions, pass auf die Bestellung von Alpay besonders gut auf. Ich glaube, 80% der Gäste, und das ist nicht übertrieben, haben alle ihr Fleisch mit Goldblatt bestellt, damit Nusret höchstpersönlich das Fleisch vorbereitet. Ich hingegen habe so einen Steakburger bestellt, was sehr saftig geschmeckt hat. Ich würde sagen 9 von 10. Und noch ich glaube, das Steak an sich ist auch ein bisschen sehr teuer. Das Fleisch vor dir angerichtet wird. Oh, das gibt eine Kündigung. Die Stücke werden auf dem Teller verteilt und in heißem Fett angebraten. Bist du vegan für Rosalinde? Als Nachspeise gab es das bekannte Baklava mit Eis. Doch nicht. Aber jetzt. Geschmackstest 10 von 10. Am Ende habe ich ca. 2000 Lira bezahlt. Ich soll euch von Nusret aus... Wie viel ist das denn Euro? ...sagen, dass es sich lohnt. Also es lohnt sich wirklich. Ich weiß nicht, wie viel das in Euro ist, egal. Das Klauen und Verstecken, nachdem er das letzte Mal mein komplettes Zimmer mit wassergefüllten Bechern gestellt hat, kommt jetzt die Rache. Trotz seines fiesen Pranks habe ich die erste Runde gewonnen, weil mein... Hört sich nach einem richtig, richtig krassen Prank an. Ich hoffe, dein Bruder kann sich von diesem Prank dann auch irgendwann wieder erholen. 500.000 Likes. Wenn ein obdachloser Bre ins Studio kommt. Ist hier das Studio? Ja, wie kann ich dir weiterhelfen? Ich will einen Song aufnehmen, den ich geschrieben habe. Ich glaube, der hat Potenzial. Ja, easy. Das kostet 100 Euro die Stunde in Cash, wenn es geht. 100 die Stunde? Das ist viel Geld. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin ein bisschen obdachlos. Und das kommt jetzt so ein krasser Text, oder? Wieder, wenn ich das Geld habe. Sorry für die Umstände. Hey, warte mal. Wie viel hast du? Ich habe nur 2 Euro, Bro. Oh, ein bisschen was. Ey, 2 Euro ist besser als 1 Euro. Lass mal stecken, komm, das geht auf mich. For real? Oh, danke, Mann. Es geht auch ganz schnell. Kein Problem, Bro. Jetzt haut da was richtig Krasses raus, oder? Ich fühle mich so leer und das ist nicht nur eine Face. I don't really care, as long as I'm getting paid. War nicht immer straight, vielleicht catch ich mir ein Case. Sie sagen slow down, doch für mich ist das ein Race. I'm fine, es ist sehr nett, dass du fragst. Ich brauch kein... Das war strong, war ein Banger. Das ist geil. Geil, geil, geil. Ey, yo, ey, jetzt yo. Haben wir ihn sogar. Ich hab da eine richtig fette Idee. Er macht doch so Content immer noch. Ich hab zwar keine Ahnung wie, aber mit bisschen Django Magic bekommst du es safe hin. Könntest du so einen Sound machen von wegen, ja, yeah, it's the season und dann fette Karnevalmusik draufpacken? Das wäre doch mal eine Idee. Jetzt sind wir gespannt. Würde mich freuen. Das wäre eine fette Idee. Okay, das machen wir. Okay, wenn man auf Spotify Karneval eingibt, dann ist das die erste Playlist. Und wir drücken da einfach auf Shuffle und nehmen dann das Lied, was kommt. Okay, let's go. Ich find's voll geil zu blasen. Ich tu es gern und oft. Mit meinen prallen Lippen blase ich hart und auch mal soft. Okay, ich habe jetzt mal gehört, das Lied ist richtig geil. Okay, it's the season. Karneval. Okay, noch ein bisschen Django Magic und dann sind wir fertig. Einen wunderschönen Gruß an Michaela Schäfer. Let's go. Okay, it's the season. Karneval 2023. Und deswegen, blow my mind with blows. Okay. Ich hätte gerne das Happy Meal. Mathe-Lehrer im McDonald's. So, das macht dann einmal 3,99 bitte. Einmal bitte zum Mitnehmen. Ja, was ist das denn? Haben Sie es nicht vielleicht auch in größer? Leider nicht. Ich habe hier noch 4,23 Euro für dich. Dann hast du es ein bisschen einfacher, ne? Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Und? Wie viel Wechselgeld bekomme ich? Die kriegen einfach hier von 24 Cent zurück und dann brauche ich das ganze Kleingeld nicht zu zählen. Das gibt mir 6, ne? Die richtige Lösung wäre 10 Euro gewesen, hättest du das Geld gezählt, ne? Was? Du warst wohl damals in der Mathestunde Kreide holen. Da wundert mich natürlich nicht, dass du jetzt bei McDonald's an der Kasse arbeitest. Gib dem Kunden ruhig noch ein Grimace Shake. Der geht natürlich aufs Haus. Ihnen dann noch einen schönen Tag. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Ich hoffe, die grüne Soße schmeckt ihm gut.
Mathelehrer, wirklich. Mathelehrer, ich bin ruhig. Ich bin ruhig, ihr wisst Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen. Ihr wisst es. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Das ist voll hart. Ja, ist auch Glas. Okay. Nur mal ganz kurz so unter uns. Mach das nicht zu Hause nach. Ist nicht so gesund. Danke. Hm? Nein, danke. Okay. Mann, das hilft doch nicht. Ich hab das ein bisschen geskriptet, ja. Aber egal. Da. Warum nicht? Egal. Der schönste Tag. Oh! Das passiert nie eigentlich. Nutella-Brot landet immer unten. Ja, komm. So, wir sind da. Hey, danke dir. Hier 10 Euro Tankgeld. Wow. Das ist der beste Tag meines Lebens. Scheiße, leer. Adalia Doppelapfel? Adalia. Nicht cool. Doppelapfel. Heute ist mein Glückstag. Ja, das letzte ist aber scheiße. Das letzte ist nämlich ungesund. Ja, aber sonst ein crazy Tag. Yo, was PC denn? Gaming in 2050. Ja, endlich einen neuen geholt. Oh, nice. Okay, bin gespannt. Nee, Quatsch, das Ding. Oh, ich kenne ihn sogar persönlich. 2030, du hast noch eine RTX 6090 drin. Kannst du nichts mit anfangen. Warum hast du da eigentlich zwei PCs? Das hier ist gar kein PC, das ist die Grafikkarte. Die ist so groß, dass man die halt extern an den PC anschließen muss. Was? Okay. Was hast du dir für einen neuen geholt? Komm mit, ich zeig's dir. Wo gehen wir denn hin? Zu den PC-Räumen. Was für PC-Räume? Na, PC-Teile sind mittlerweile so groß, dass man einen eigenen Raum nur für die Hardware braucht. Hier ist die Grafikkarte drin. Nur die Grafikkarte? Ja, und hier ist der Prozessor. Bro, wie viel hast du für den PC? Das ist halt legit einfach ein NASA-PC dann. 2 Millionen Euro, 2 Nieren, meine Frau, mein Hund. Und ich muss unterschreiben, dass alles, was ich zukünftig verdiene, direkt an Nvidia und Intel geht. All das nur, um zu zocken. Nee, es gibt seit 2023 eh keine Spiele mehr, die interessant sind. Ich guck darauf nur YouTube-Videos. Ja, Klassiker. Ja, Klassiker. Kommt heute eigentlich noch wer zum Aufnehmen? Yes, sir, so ein Typ anfängt zu rappen. Ah. Hi, kannst du. Hunde, hey, kannst du Werbung machen für mein Produkt? Wie viel Geld hast du denn? Also für ein Posting könnte ich dir so 8000 Euro anbieten. 8000 Euro nur? Da kann ich dir höchstens eine Story anbieten. Okay. Hö, voll viel Geld, hallo? Chimmer. 8000 Euro, ne? Gut. Auf jeden Fall ist das hier das Produkt. Das klebst du dir auf den Hals und dann hast du keinen Hunger mehr. Was ist das denn für ein Scheiß? Naja, egal. Ich mach's trotzdem. Wann soll ich denn hochladen? Ja, morgen um 14 Uhr wäre gut. Digga, es gibt auch Menschen, die noch schlafen wollen. 14 Uhr, da bin ich noch gar nicht wach. Da penne ich noch. 18 Uhr ist okay. Ja, erzähl gerade komplett von meinem Leben. Bis auf das mit dem Perfekt. Geld. Ich freue mich. Hey Leute, ich habe was ganz Neues für euch. Ein Abnehmpflaster. Einfach auf den Hals kleben und schon purzeln die Funde. Swipe up. Boah, endlich fertig. Alter, krieg ich die Scheiße wieder ab? Ich hab übelst Hunger. Ich geh jetzt erstmal Meckes. Okay, sowas würde ich aber niemals machen. Ich würde nicht irgendein Fake-Produkt oder so an euch verkaufen wollen, Leute. Sagst du, wie es ist? Hi, kann ich nicht mal nackt zocken, aber im Sommer kann ja, man... Das ist gerade weird. Also ich kenne Showtime, ich kenne Paluten. Paluten reagiert auf Showtime, ich reagiere auf Paluten, wie er auf Showtime reagiert. Frauen werden, was Freunde passiert treffen, hier? Rausgehen. Rausgehen? Ich habe mir nicht ohne Grund ein 3000 Euro Gaming-Setup gebaut. Ja, hättest du nur eine Konsole, hättest du das Problem nicht. Nee, Digga, das war's. Ich habe keinen Bock mehr. Nimm mir eine Konsole, ich glaub's nicht. Eben hattest du doch noch mega Bock auf Zocken, weil jetzt Winter ist. Ja, stimmt, hatte ich auch. Hatte ich auch. Aber nicht mehr mit dir. Ich muss sagen, Konsole, Handy, PC, ist mir alles egal. Ganz ehrlich, solange man Bock hat auf Gaming und das enjoyt, finde ich's cool. Korrekt, einzig und allein, das zählt. Einfach Spaß haben. Wenn ihr Spaß habt, alles fein. Wenn du 1,80 bist, dann bin ich 2,10 Meter. Der Typ in dem blauen Shirt, der ist doch höchstens 1,70. Du bist höchstens 1,60. Ich stand neben ihm und der ist, glaube ich, größer als ich. Bin ich wirklich so klein oder ist das nur das Verhältnis... Ich weiß es, dass sein Bizeps halt einfach doppelt so groß ist wie meiner, holy shit! Bein und Oberkörper, genau das finden wir heute heraus. Dafür musste ich erstmal herausfinden, wie lang denn normale Beine von Leuten sind, die 1,80 groß sind. Laut dieser Tabelle müsste ich eine Schrittlänge von ca. 86 cm haben. Das musste ich jetzt nur noch testen. 78. 78. Hä? Das ist die Erklärung für alle Probleme. Als kleiner Vergleich mal Cousin, der 1,84 Meter groß ist, einfach 89 cm Beine. Also habe ich unterschiedlich ca. 8 cm kleinere Beine als der durchschnittliche 1,80 große Typ. Und genau deswegen sehe ich so klein aus, wie ich aussehe. Ah! Ja, ist bei mir genauso.
Ich bin 1,75 nur. Oh Mann. Excuse me? What's up, man? I have a quick question. Do you see me working out? What's wrong with your generation, man? You don't have no respect. And it's gonna take 2 minutes. What? Can I film you a free workout video? You yeah. $1,000? I got $100. 5 minutes, $100. I gotta buy me some more. Schnell verdientes Geld. Macht einfach Masse ab. Der ist so eine kranke Maschine. What's the searing? Digga. Oh, oh, wie krass. Oh mein Gott, holy shit, das ist ja übergeil. Wie krank war bitte das Video, holy shit. Das war ja insane. Das hier ist eine Shockwatch und die verändert sich, sobald sie einen Schlag bekommt. Also das Rote da unten. Danach war es das aber. Und sie wird nie wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkommen. Aha. Aber wozu braucht man denn jetzt sowas? Und wie funktioniert es? Diese Shockwatch war in der Verpackung unserer neuen Fräsmaschine befestigt, mit der wir unsere Lockhart Wallets fräsen. Sie ist da, um zu checken, ob beim Versand etwas schiefgelaufen ist und ob die Fräsmaschine einen Stoß bekommen hat. Das kann nämlich ein Indikator dafür sein, ob beim Versand etwas kaputt gegangen ist. Okay, und wie funktioniert das Gerät jetzt? Wenn man die Shockwatch öffnet, sieht man, dass das Mittelstück durch diese kleinen Kunststoffstäbchen in Position gehalten wird. Wenn man die wieder in die richtige Position bringt, sieht man, dass sie wie ein Bogen gespannt werden und das Mittelstück in der Mitte festhalten. Mhm. Bekommt die Watch nun einen Schlag, schnappt ein Bogen um und das Mittelstück verändert seine Position. Nun kann man machen, was man will, aber das Mittelstück wird nie mehr in der Mitte landen, wenn das mal nicht raffiniert ist. Das ist schon smart. Das ist schon sehr smart und sicher und ich hoffe, dass wir das irgendwann auch überall haben bei Gegenständen, die kaputt gehen können. Du kannst Japanisch? Ja, ein paar Sätze hat er gesagt. Ich kann so die Basics. Ito ne, namae wa nan desu ka? Watashi no namae wa Imari desu. Der war gut. Ich habe ihn gefragt, wie er heißt. Er hat fließend geantwortet. Also ich, was Kommunikation angeht, eher schwach. Aber es gibt so Dinge, die ich damals immer auswendig gelernt hatte. So Gedichte und so. Gedichte? Kannst du mal so ein Gedicht vortragen? Watashi wa no Kira Yoshikage desu. Renrei 33-sai. Jitaku wa Moriya-chou no Hokuto. Ich glaube, seine Antwort jetzt auswendig, das klang wie Anime für mich. Habe ich auch gerade gedacht. Das ist so eine Anime-Phrase. Ja, ja. Weil auf einmal kam übertriebener Anime-Stimme. Ja. War krass. Hey guys, $20 or a mystery gift? I'll do $20. Nein, nein, mystery gift. Hallo, mystery gift? No, bro, you gotta choose a mystery gift. So you want the mystery gift? Yes, I want the mystery gift. Okay, yeah. Let me get you one. You can it's have egal. This. Let me see what this is. What do you think it is? I'm thinking a Nintendo Switch. You think Nintendo Switch? Der wird bambuset, oder? He got it right. Are you jealous? Bro, they lie. There's no switches. Look, you should have got the mystery gift. I've got another one. Do you want a free subscription for a year? Uh-huh. Or okay. Do you want another mystery gift? I'm taking another mystery gift. We'll give him the big one. You're gonna have to help me. Das ist safe gescriptet. Das muss gescriptet sein. Wenn man auf den Kanal jetzt geht, sind die beiden bestimmt bei fast jedem Video irgendwie. What do you think this one is? I'm thinking a TV. Yeah, trade my $20 back there. You're too late. You should have just waited. You would have got one of these TV. Gifts. TV. He's got a TV. No way. It's like a 50-inch. This is a big screen. I needed one for my room, too. You happy? Yes, bro. Thank you. That's krass. Want to know how I got this? How'd you get it? You could have got... I thought she meant OnlyFans? Got a free subscription for a year. I would have got the subscription. Okay. Do you want it? Ja, sie ist OnlyFans-Darstellerin. Ich glaube, der Cutter kennt sie wahrscheinlich von hier gerade. Vor einem Jahr habe ich mir 1 Kilogramm Superabsorber gekauft. Superabsorber haben die interessante Eigenschaft, dass sie extrem viel Wasser aufsaugen können. 1 Gramm Superabsorber reicht erfahrungsgemäß für ca. 100 Milliliter Wasser. Aus dem Wasser macht der Absorber eine Art Instant Snow. Aber ich bin ehrlich, mich interessiert eher, ob der Absorber auch brennbare Flüssigkeiten aufsaugen kann, um daraus vielleicht schmeißbare Feuerbälle zu machen. Das schreit doch danach, von mir getestet zu werden. Wirklich Chemie, Alter, als wären wir hier gerade bei Breaking Bad, ne? Ich brauche ein bisschen Methanol und als Zusatz noch eine Prise Kupferchlorid. Von dem Kupferchlorid erhoffe ich mir, dass das Methanol nachher grün oder blau abbrennt. Ich check gar nichts, Hilfe. Superabsorber rein, ein bisschen durchmischen und los geht der Spaß. Leider klappt es mit der grünen oder blauen Flamme nicht. Die Flamme ist aber außergewöhnlich orange. Der Superabsorber besteht also aus einem Calciumsalz. Damit wir doch noch alle auf unsere Kosten kommen, zünde ich einfach das restliche Methanol-Kupfergemisch an. Und siehe da, hier haben wir mit ein wenig Nachhelfen von einem Spatel eine coole grüne Flamme. Oder Göt Ibo oder wer du auch bist.
Mr. Beast packt wieder mal den Ehrenmove aus und sucht den... Excuse me, how much do you pay for rent in New York City? Okay, Leute, das war's mit den Shorts von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das liked, ein Abo, dann bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Ciao!